Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen, Bevölkerung betrieben haben, also, ich denke mal ganz kurz, was daraus entstanden ist. Ja. Also Gras haben die dauerhaft, also das wird uns nicht ausgehen. Ihr seht auch schon, das sammelt sich langsam an. Halt, die brauchen auch noch Wasser. Ich glaube, ich werde das Ganze dann nochmal versuchen, was umzubauen. Mal irgendwie eine perfekte Lösung zu finden. Aber gut, und ich würde sagen, wir machen dann heute mal was anderes. Ich tue erstmal hier das Weizen weg, da brauche ich nicht mehr. Das sind jetzt genug Schafe, bevor die jetzt wohl schon das ganze Gras der Welt wegfressen. Wie sieht es hier aus? Ja, kannst du mit leben. Gut, ich würde sagen, heute wird mal eine ordentliche Crafting-Folge. Und ich würde sagen, heute gibt es auch mal was für mich was Neues. Und zwar habe ich sowas noch nie aufgebaut. Und ich wollte dann heute mal schauen, ob ich eine Ender-Query schaffe. Wir brauchen für die Ender-Query einen Ender-Core, Ender-Infused Obsidian, Diamond-Edge Computational Matrix, ein Sapling. Und nein, natürlich mal wollen die Arcs. Okay, es wird für mich wie gesagt ein neues Erlebnis. Ich weiß, dass wir dafür Obsidian brauchen werden. Und fair, fangen wir mit dem Ender-Infused Obsidian an. Ja, das kannst du lassen. Ach, ich habe hier oben immer noch keine Enderperlen. Ich glaube, da nehme ich mal so 4-5 Stacks mit. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Ich werde wahrscheinlich auch morgen wieder einen Livestream machen. Mal schauen, ob ich da Lust drauf habe oder nicht. Aber ich denke mal, muss mal auf jeden Fall schauen, was ich da machen möchte. So, davon haben wir jetzt 4. Wir brauchen Diamond Edge Computer. Was war das? Burnt Quartz. 1, 2, 3, 4 waren das. Das ist auch eine Ressource, die ich nie gesehen habe. Das ist für mich echt heute Highlight. So, ich bin echt mal gespannt, wie die Ender Query laufen wird. Wir können ja schon mal währenddessen die Ender Term Pumpe anfangen. Wir brauchen Lava und Wasser. Machen wir schon mal mit der Axt. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen noch zwei. Es war klar, dass ich jetzt kein Holz mehr habe. Aber gut, haben wir hier noch. Haben wir nochmal 16 Sticks. Die Ender Turbic Pump. 1, 2. Wir brauchen noch Eye of Ender. Ah, sehr schön, 2 haben wir. Oh, ich muss ja auch noch das nachfahren, habe ich gerade gesehen. So, ich brauche dann noch. Ja, ich brauche noch Lava. Ich bin gerade dran überlegen, wo ich die am geschicktesten herbekomme. Ach, das ist ja gut, dass ich hier noch habe. Aber ich bin gerade gar nicht sicher, wie viel da noch ist. Und Wasser haben wir, glaube ich, unten. Sollte irgendwie, zumindest glaube ich, oder? Mach mich jetzt bitte nicht schwach. Und er hat mich wach gemacht. Schon wieder keine Zeptings mehr. Warum, wieso wird andauernd? Der wird jetzt mal abgebaut und neu hingesetzt. Hat er das endlich mal peilt? Also, wenn er mal ein Problem, eine Lösung für das Problem findet, da wäre ich super, super glücklich drüber. Weil ich habe keinen Bock, den alle 3 Tage zu verklickern, dass da keine Barren rein sollen, keine Fleischbarren. Was irgendwie ja wohl verständlich ist, oder? Haben wir hier noch ein Bucket? Haben wir hier noch ein Bucket? Da haben wir jetzt nur die beiden, okay. Dann gehe ich mir eben schnell hier unten Wasser holen. Ja, aber jetzt haben wir jetzt sowas von super ätzend. Ich glaube, deswegen kommen auch gar nicht mehr richtig Saplings rein.
So, können wir schon mal eine Endatomic Pump fertig machen. Da brauchen wir doch noch was ändern fürs Obsidian. Machen wir nochmal 8. Bereite ich mal das soweit so vor. Gehe ich nochmal einen Wassereimer holen. So. Dann haben wir die Endothermic Pumps schon mal fertig. Dann brauchen wir Ender Core. Das wird lustig, soweit ich das weiß. Da brauchen wir Magical Wood. Und dafür brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4. Gibt es noch. Alter Finde. Okay. Okay. Wir brauchen dann einen Verzauberungstisch. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal einen craften werde in diesem Display. Leather oder Buch oder Leather oder Buch? Na? Nein. Nein. Noch so ein Wunderrucksack drin, bitte. Ich schau mal, ob im NPC doch noch Bücherregale sind. Ach, hier lief auch schon scharf rum. Ja. Ich glaube, das NPC-Lauf, das ist. Ah, da. Nee, doch, hier leben noch welche. Da ist nichts. Schön da, Gott, das reinzubieten. Du. Achso, das war ein Schmetterling. Ich habe mich schon gerade gewundert. Nein. Ja, ich YouTube-Papa-Maul. Wir sind hier ernsthaft in diesem NPC doch überhaupt kein verdammtes Bücherregal. Okay. Gut. Dann laden wir zurück. Wir haben ja noch ein paar Sugarcanes. Die Säpplinge werden nicht eingesammelt. Holen wir das mal raus. Ja, schauen wir ganz schnell da rein. Mudball und so. Okay. Zuckerrohr waren wir dran, also für Papier. Da werde ich glaube ich mal die ganze Folie mitnehmen müssen. So, ich muss jetzt echt gerade alles mitnehmen, was geht. Ja, und jetzt sieht da schon wieder Zuckerrohr. Junge, Junge, das wird ein Krampf. So, ich wünsche euch mal viel Spaß bei dieser Folge, die ich nennen werde, mein Krampf. So, und sollte jetzt keine Anspielung werden. Komm, hauen wir. Ach, die sind ausgelaufen. Ja, muss ich nur neu befüllen. Das würde ich gerne irgendwie nochmal anders aufbauen. Irgendwie so was dauerhaft läuft mit Steam Engines vielleicht oder so weiter. Oder wirklich über die. Ja, hab ich wieder vergessen, wie sie heißen. Hier die mit der F-Laufen, diese Engines. Okay. Papier 42. Dann konnte man ja aus den Zombie vielleicht meinte ich ja Leder machen. Hab ich mal das Burnt Quartz. Mach ich mal diese Copio Matrix oder wie die heißt. Jawohl. Haben wir das auch? Jetzt fehlt uns wirklich nur noch
die Ender-Cores. Was haben wir denn da? Neue Sendern fürs Obsidian. Das haben wir so. Na. 1, 2. Ja, die Torches. 1, 2. Und jetzt heißt es wirklich nur noch Magical Woodcraften to the Max. Bookshelf. Wir brauchen 8 Stück. Das kann knapp werden. Das kann verdammt knapp werden. Das wird nicht reichen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Eins geht da schon wieder weg. Na gut, verzauber ich jetzt mal hier die ganzen Bücher. Eins. 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 Also Level haben wir ja genug, so ist es nicht. Können wir uns auch gleich mal anschauen, was da so rausgekommen ist. Okay, wir haben Effizienz, Sharpness, Protection, Effizienz, 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 Power, Effizienz, Effizienz, Sharpness und Aqua Affinity. So, das hilft uns jetzt aber inwiefern weiter? Richtig, gar nicht, wir brauchen Papier. Wir haben jetzt noch zufälligerweise hier Paper. Das ist jetzt doof. Wie kommen wir am schnellsten am Papier? Boah, Gott sei Dank, ich liebe Furby Expansion, ich liebe es. Ey, das hat uns gerade echt den Arsch gerettet. So, Sodas, Woodchips einfach 3. Mach mal neues Papier. Gott, bin ich gerade froh. 18. 13 Bücher. Wir brauchen, wenn mich nicht alles täuscht. 4. 16 für einen. Ach du Heilige. Also ich glaube, es ist verständlich, dass es hier ein bisschen krampfartig wird heute für mich. Auch noch das wenigstens aber mal eine gute Verwendung für die Bücher für die Level und ich sehe schon, komm, es gibt bestimmt irgendwie wieder einen anderen Weg für das Magical Wood. Sharpness, Power, Sharpness, Sharp, Protection, Power, Protection, Protection, okay. Junge, Junge, Junge. Oh, da fällt mir schon wieder ein, ich muss noch Deponia aufnehmen. Aber es scheint mir ja schon so, dass euch die Deponia-Reihe gefällt. Ich hab da drauf. Wir brauchen nämlich nicht alles täuscht. 10, 21, wir brauchen 32 verzauberte Bücher. Gott. Ich hoffe, wenn ich euch diese Map zum Download bereitstelle, dass ihr das auch ehrt. Also, dass ich hier gerade mache. Das ist echt ein Krampf. So, machen wir nochmal die Bücher fertig. Okay.
wenn ich noch nachschaue nach den Büchern. Also 9, 18, 25. Jetzt, ah, stimmt, ja. Hm, verständlich. Nee, ich habe mich diesmal nicht vertan. Beim Rechnen, ich hätte eins gebraucht für den Verzauberungstisch. Das bleibt jetzt unkommentiert. Das bleibt jetzt einfach mal gekonnt und kommentiert. So, Magical Wood. Okay, das kann man dann nicht so craften. Gold. Book. Nein, ich will die Bücher. Magical. Also heute sehe ich meinen Aufnahmetag, ihr merkt das, glaube ich schon. Fünf Stück haben wir schon mal. Wir brauchen aber noch dann noch weitere. Wie ist das Schaf ausgeworfen? Wie? Du fällst heute unter die Kategorie No Schlachtung. Ja, der hat sich gut aufgefüllt. Hä? Das ist ein Grauschlaf, boy. Ey, ist halt im Ernst, wie kommen die da hin? Ich will es, glaube ich, gar nicht erst wissen. Junge, 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 Junge. Let's Plays mit Deutsch WP. Chaos vorprogrammiert. So, vier Bücherregale. Ich hoffe, das reicht denn jetzt auch. Ach ja, war ja was. Gold. Eins. Zwei. Drei. Na, vier. Boah, Halleluja. Eins, zwei. Das ist jetzt kein Zwiebel, ganz ehrlich. Boah. Nehmen wir den Mann den Large. Da sollten eigentlich alle Zeppelinge gehen. Boah, ich habe den Enderquarry geschafft. Habe ich ja nur 19 Minuten gedauert. So, die Bäuche ist aber auch noch auf. Ich bin gerade am überlegen, wo ich die aufbauen soll. Ah, komm, mach mal hier vorne das Gebiet. Und nee, die macht das hier, wo ich die Sammelstelle aufbauen wollte. Da der NPC doch, dann habe ich schon mal doch unter das gute Gewissen, dass da nichts mehr ist. Ender Query. Wenn wir jetzt richtig machen. Analyzing fence boundary, unable to detect fence boundary. Das ist ganz leicht erklärt. Das braucht hier so einen Rahmen von Fences. Halt, das soll das Gebiet sein, was sie abfarmen soll. Da mache ich jetzt einmal hier ein großzügiges Gebiet.
So. Ah, 20, das könnte schon knapp werden. Ja, das wird knapp. Oh, oder? Das war ja jetzt wieder so etwas von klar. Gott! Komm, weißt du was? Sorry, Villager. Du hast jetzt einen Doppeleingang. Ich bin gerade... Ich mach das einfach aus Prinzip, baue ich keins nach. So, jetzt haben wir hier so ein Fenster rum. So, Energizing Fence Boundary, Source for the Established Boundary. So, jetzt braucht das eigentlich nur noch Energie. Ich bin schon überall. Oh, wir haben auch gar nicht mal Bienen geschaut. Ja. Was zwei. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade dran war. Du kommst mal hier hin. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ah ja, ich wollte noch Energie rüberholen. Und ich wollte mal ganz schnell schauen, ob es hier auch die gibt. Die Trans. Ja, nicht die Transgear, sondern die Transfernode. Die habe ich jetzt oft genug gesehen. Bei hier bei Streetinger und Trivolo bei Sky Factory. Ich wollte mal schauen, ob ich damit auch arbeiten kann. Brauchen wir hier so Transferpipe aus Stone Slabs. Haben wir Clean Stone? Müsste eigentlich. Ja, hier ist auch genug. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich lasse es einfach mal so. Aber davon Stack. Dann brauchen wir Filters, Ward Sorting. Ja, das geht. Ein paar Redstone Blöcke. Ich schließe das irgendwo noch an. Vertrotten mich, Leute. Das sollte ich auf jeden Fall einmal getestet haben, ob das auch so geht. Gott, heute habe ich aber auch echt alles nicht parat. So, fertig. Ich habe eben noch ein Stack von den Transferpipes gemacht. Die können nicht weg sein, danke. So, Transfer Node Energy. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da zwei von brauchen, ich glaube es aber. Wem war das jetzt wieder alles klar? Das Universum liebt mich. Es liebt mich heute wirklich. So, jetzt wollte ich aber nochmal schauen. Da war noch irgendwie so ein... Irgendwie so ein Ender, waren das die hier? Ja. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wie das funktioniert. Hier haben wir ja noch eine Energieleitung. Jo. Das wird dabei so weitergeleitet, okay. Ender Transmitter und Ender Transceiver, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch, Leute. Kriegt heute eine etwas längere Folge mal wieder. Na. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so wirklich das Problem, das noch fertig zu machen. Eins. Und zwei, okay. Und jetzt könnten...
Kann man das so privatisieren? Und ich glaube, jetzt brauchen wir nur noch eine Truhe. Dann sollte es geschafft sein. Da kommt auf jeden Fall eine Diatruhe hin. Ah, das Gold wird schon wieder knapp. Eine Dia-Chest? Okay. Und dann jetzt rüber an den Limonen vorbei. Die Chest wird, glaube ich, oben drauf gestellt und das da dran. Ich glaube, ich crafte mir ganz schnell zwei Tesserakte. Ich glaube, das mache ich aber noch ausgehen. Ich werde es aber ganz schnell zeigen. Bis gleich. So, ich habe das Ganze nur schnell hier in Tesserakt hingeklatscht und es ist schon am Arbeiten. Also, wenn ihr hier jetzt mal schaut, jetzt werden sich bestimmt einige fragen: Hä, wo arbeitet denn das? Ganz einfach. Die Ender Query hat die Funktion. Sie hat jetzt hier dieses Gebiet und die macht das Reihe für Reihe runter. Und dabei werden alle Blöcke durch Erde ersetzt. Ist eine wirklich super Query, muss ich sagen. Auf jeden Fall, ihr seht, hier kommt jetzt alles an. Und ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.